So, liebe Freunde der seichten Pokémon-Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Severin of the Skies. Im letzten Part haben wir zwar auch mit Mühe und Not Arena 1 geschafft, können sie jetzt auch verlassen, mit dem Gewissen, dass unser Team es einfach momentan drauf hat und wir uns jetzt auf den Weg machen können, Richtung weiter zum Story-Ziel Hinkentown. Aber vorher definitiv muss ich erstmal mein Team heilen, weil das hat doch ganz gut gelitten. Und dann werde ich auch nochmal in den Markt gehen und mich entsprechend mit dem ganzen Geld, was wir in der Arena gewonnen haben, noch ein bisschen aufpimpen. Denn auf der nächsten Route haben wir neue Pokémon, sprich die Zuschauer auf Twitch und die auch in den hochgeladenen Parts Kommentare oder Fragen geschrieben haben, werden jetzt wieder nach Pokémon benannt. Wie gesagt, jedes was ich sehe, wird gefangen. Du hast Junugabären, die brauche ich jetzt nicht. Die Citrobären wären vielleicht in der Arena auch von Vorteil gewesen, aber wo ist hier der Markt? Ey, das ist nicht gut für die Wirtschaft, wenn man nicht ewig 3 Tage suchen muss, lieber Händler. Wir haben noch 6 Bälle, das ist definitiv zu wenig. Vielen Dank. Super Tränke kriegen, haben wir noch keine. Wir holen uns mal noch ein paar Tränke. Falls doch der ein oder andere Kampf kommen sollte, gut, ich bin eigentlich immer einer, der rennt gerne immer zum Center zurück, wenn die Möglichkeit besteht. Aber wenn jetzt beispielsweise Rival oder etc. kommen sollte, egal. Wir können jetzt durch, aber vorher zeige ich euch, wo es genau hingeht. Das einzige Problem, aber vielleicht kommt das ja mit dem nächsten Update vom Spiel. Da wollen wir ihn jetzt nicht übereilen, mal kurz auf die Karte schauen, wo geht's direkt hin. Wir wissen ja, Hinkentown ist da oben. Dazwischen wird jetzt Gallenberg kommen. Von da aus sieht man, es gibt auch noch einen Ostweg. Aber da ist nichts zu stehen. Wir werden jetzt erstmal schön Lilienweide und Gallenberg abklappern. In diesem Sinne, ab auf den Lilienweg. Oder besser auch die Lilienweide. Wer ist eigentlich vorne? Nach vorne ist ganz dringend Ellie und Jumper. Die brauchen jetzt Training. Oh Gott, jetzt macht's Klick. Ja, wir hätten hier auch trainieren können. Stimmt, man kommt ja hier nur mit Zerschneider weiter. Kurz überlegen. Zerschneider ist ja in diesem Spiel eine Pflanzenattacke. Schön und gut. Bin sogar am Überlegen, das nicht unserem VM-Sklaven beizubringen, sondern vielleicht einen der vorhandenen, weil... Ja. Stolboss mit einer Pflanzenattacke? Oder hat... Na, Drake... Drake bringt nichts. Drake kriegt nachher als Brutalander automatisch Fliegen. Dann machen wir es anders. Holen wir für kurze Zeit unseren Sklaven ins Spiel. Den blende ich jetzt unten aber nicht ein, weil er ist ja halt nur ein Kurzgast. Wen nehmen wir denn dafür kurz rund? Leon könnte momentan eigentlich kurz Pause machen. Den können wir wieder nachtrainieren. In diesem Sinne, einmal den PC anmachen, zu Hause anrufen, zögern und doch, ich hätte gerne ein anderes Pokémon. Wir hätten gern unseren Slave. Der bringt uns vielleicht auch noch ein paar Items. Vielleicht auch mal ein paar vernünftige. Mal schauen. Wir bringen ihn auf jeden Fall jetzt erstmal ganz schnell in Zerschneider bei. So. Oh, der Sound funktioniert wieder. Das ist gut. So, jetzt sind wir aber vorbereitet zum Abmarsch nach Gallenberg. Was war das denn gerade? Los, kleiner Sklave. Schließ. Direkt in den Trainer rein.
Hilfe! Sie will berühren! Immer diese Aroma-Ladies, voll dicht mit ihrem Geruch. Oh Gott, Level 16. Ey, das ist ja hier gleich mal eine, das ist ja mal gleich eine Level-Explosion. Instant Para. Läuft! Immerhin kann es uns nicht vergiften. Ist schon mal ein Vorteil. Dafür, dass Ellie gerade leveltechnisch ein bisschen unten ist, lässt sich das nicht anmerken. Außer, dass es gefühlt nur jedes zweite Mal angreifen darf. Rosé, da bleibst du drin, Ellie. Rosé, ja, piekst du genauso kaputt. Zuerst die linke Knospe, dann die rechte Knospe und dann voll auf den Kopf. Ja, guten Drittel, wie ich gesagt habe. Links, rechts, vorne, fertig. Kannst es noch so oft versuchen. Du hast zwar stärkeren Giftstachel, aber... Es gibt Gott sei Dank nicht die den Doppelschaden, also es gibt zwar Paralyse verwirrt, aber Paralyse vergiftet geht Gott sei Dank nicht, das wäre zu OP. Das waren wenigstens mal vernünftig EP. Also von mir aus können ruhig etliche Roseas im Gras sein. Wenn nur der Weg zum Pokémon Center nicht so ewig lang wäre. Ich muss hier mal einmal kurz einen Cut setzen und dann geht's gleich weiter. Irgendwie lustig. Jetzt schreiben sie alle, habe ich schon, aber immer, wo ich dann MK8 spielen wollte früher, kamen immer alle mit, ich habe das DLCs doch nicht. Das war mir irgendwie noch im Hinterkopf geblieben und jetzt höre ich nur, alle haben die DLCs. Denke ich mir. Läuft. Ja, okay. Stopp nochmal zurück. Ich hatte ja einen Cut gesetzt. So, wieder da. Kurz noch was erledigen für die Leute auf meinem Twitch-Konto. Denen nur kurz eine kleine Vorab-Info bringen, weil wie gesagt, wenn das bei YouTube rauskommt, ist die entsprechende Sache schon längst wieder vorbei. Deswegen, wer Lust und Laune hat, kann da gerne vorbeischneiden. Jeder ist willkommen. So, dich haben wir ja kalt gemacht und hier gibt's ein paar Beeren. Ja, um nochmal kurz auf den Chat einzugehen. Jo, das war auch nur an die gedacht, die es vielleicht nicht haben. Vielleicht jetzt mal die Chance haben, es vielleicht noch zu holen. Weil ich kenn's ja selber auch. Hier und da sagen die Eltern auch mal nö. Was willst denn du? In letzter Zeit hatte ich keinen guten Fang. Das Wasser ist ja auch da oben links. Was gibt's denn hier überhaupt? Spaghetti! Verwurzel dich ruhig, wir fangen gleich Spaghettis. Für die Leute bei mir im Chat, sorry, aber der Name ist definitiv jetzt belegt, weil auch ich möchte manchmal gerne einen Namen, weil es gibt genug. So, Ellie legt sich jetzt hin.
Komm ins Team! Oder besser gesagt, auf die Box! Warum bleibt es jetzt nicht im Ball? Komm schon! Oh. Bleib doch einfach im Ball. Mann, ey. Ist das Pokémon gerade nervig? Los, pen es ein. Oh Mann, ey, dass ich wegen einem Haufen blauer Spaghetti jetzt hier so lange rumsitze, hätte ich nicht gedacht. Gut, wenn die Carbonara sich nicht fangen lassen will. Wobei, jetzt sieht das gar nicht wieder so schlecht aus. Eins, zwei, drei. Nö. Es will sich nicht mit Pokébällen fangen lassen. Gut. In dem Sinne, Ellie, guten Appetit, Carbonara und eine Coca-Cola. Ellie braucht auch unbedingt mal ein bisschen höhere Stats, also für Level 14, Angriff 19, ist auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Okay, Hilfe, ein Verrückter. Fleckmon ist doch ideal für Jumper. Also momentan habe ich echt Glück mit der Auswahl. Vor allem, da es ja jetzt schon Biss kann. Läuft direkt das Level ab. Oh wei, oh wei, oh wei! Ellie, dein Einsatz! Oh wei, Volltreffer. Sauber, Ellie.
wo ich das gerade lese, bei mir im Chat, Scheiben zerkratzt und so weiter, also sprich Spiele. Oder könnte ich auch so ein Beispiel nennen. Bei meinen einen Cousin habe ich damals Super Mario Galaxy 2 verliehen und boah, als ich die wiederbekommen habe, sah das Ding aus. Hat mich echt erstaunt, dass die überhaupt noch sauber funktioniert hat. Das hat mich auch so angekotzt. Ey, also, da muss man wirklich zu sagen, wenn man was verleiht, erwartet man eigentlich, dass man es auch in demselben Zustand wiederbekommt. Also ich habe damals schon einen, früher noch, wo ich jünger war, einem mein Pokémon Blau einmal verliehen. Es hat nicht mehr danach funktioniert. Haben meine Eltern, deren Eltern zur Rechenschaft gezogen, sprich, Spiel neu. Ihr könnt mir, wie gesagt, im Chat ist ja gerade kurz die Diskussion ein bisschen angestoßen. Ihr könnt mir auch gerne bei, in diesem Part Kommentare hinterlassen, ob es bei euch ähnliche Fälle gegeben hat. Würde mich, wie gesagt, brennend interessieren, weil ich glaube, ich bin kein Einzelfall. Diese Fälle gibt es genug und da ist ein Doppelkampf auf uns. Puh, Jumper und Ellie direkt vorne. Ich würde es nicht riskieren wollen, beides wegen ich dem Stolboss noch mit dazwischen. Hihi, das wird sicher ein ganz toller Doppelkampf. Abwarten, was ihr habt. Mia, mein Pummeluff und Pipi. Okay. Gott sei Dank in diesem Spiel noch keine Feen. Wobei, Stolboss hätte nicht gejuckt. Dann knocken wir erstmal das eine aus, dann haben wir Ruhe und können das andere in aller Ruhe ausknocken. So, Pummeluff ist weg. Wobei, ich kann auch davon ein Lied singen, ich habe damals manchmal auch manche Scheiben ziemlich schlampig gehabt, dass ich da noch nie groß Probleme hatte, ist sowieso erstaunlich, aber ich soll es lieber so hinnehmen. Yo! So, weg mit dir. Pipi sagt bye bye. Du wolltest deiner Schwester was beweisen? Ja, dass du nicht kämpfen kannst. Das hast du bewiesen. Was? Wir sind schon in Gallenberg? Okay. So. Herzlich willkommen im neuen Ort. Können wir nochmal kurz auf der Karte zeigen? Ja, wir haben schon nach Gallenberg geschafft. Ja, dann würde der Edeltunnel kommen. Einmal Richtung Hinkenweide und einmal Richtung Briesen City. So, hier nochmal kurz einen schnellen Cut. Für die, die Interesse besitzt. So, weiter geht's. Wir benötigen deine Pokémon. Ja, warum auch nicht, Schwester Joy? Bitteschön, nimm sie an und gib sie mir 10 Level höher zurück. Den Service haben wir nicht. Dann können wir jetzt auch unseren Sklaven wieder wegschicken. Denn den brauchen wir erstmal nicht wieder. Der Leon kann zurück ins Team. Ja, gut, liebe Freunde. Ist heute zwar ein kürzerer Part, weil ich habe die Route nach Gallenberg eigentlich länger in Erinnerung. Ob es hier in dieser Stadt beispielsweise schon die nächste Arena gibt oder allgemein irgendwas Interessantes, das finden wir im nächsten Part heraus. In diesem Sinne, der Drago verabschiedet sich für diesen Park. Park ist auch wieder, meine Güte, ich hab's mit den Namen echt wieder raus. Für diesen Part würde sich über einen Kommentar etc. freuen. Wenn nicht, dann auch nicht. Ich hoffe, ihr habt einfach nur Spaß mit dem Projekt. Wir sehen uns im nächsten Part wieder.